Hi, wir sind's, John und Rashid, und das sind Dinge, die Frauen machen und Männer nicht verstehen. Oh, davon gibt's einige. Warum sagt ihr eigentlich Sätze, die ihr nie so meint? Was ganz wichtig ist, Männer lesen nicht zwischen den Zeilen. Wenn du also nicht willst, dass er rausgeht, dann sag ihm, Baby, geh nicht raus. Wenn er dann gehen sollte, hast du es ihm wenigstens unmissverständlich gesagt. Also sag, was du denkst. Warum müssen Frauen stundenlang über alles reden? Egal, was es für eine Kleinigkeit ist oder sowas, es muss erstmal alles ausdiskutiert werden. Haben wir denn jetzt alles geklärt? Was wollten wir eigentlich nochmal klären? Okay, warte mal. So seid ihr verdammt. Stell dir vor, du bist mit deinem Mann gerade im Irgendwo. Es gibt diesen einen Moment, wo man vielleicht mal kurz nicht redet. Du guckst ihn an und alles, was du siehst, ist im Grunde der Blick ins Leere. Deswegen kommt dann ganz schnell die Frage, was denkst du gerade? An nichts. Wir Männer können das. Wir können wirklich tatsächlich die Wand angucken und nichts denken. Okay, ihr denkt an alles und wir an nichts. Und die Mitte ist das, wo wir uns treffen müssen, okay? Ganz wichtig, die Mitte. Jetzt kommen wir zum absoluten Klassiker. Warum gehen immer zwei Frauen auf eine Toilette? Ich sehe immer mehr Typen, die das machen. Weißt du warum? Nee. Weil sie einfach mitbekommen haben, dass es cool ist, sich zu unterhalten. Nicht während du da sitzt. Aber verstehst du, du unterhältst dich doch lieber mit einem Typen am Pissoir, den du kennst, verstehst du, der dein Homie ist, statt dass irgendein Fremder ankommt und sie direkt auf den Pin guckt. Das stimmt, da habe ich auch immer Angst vor, ey, dass sie gucken kommen. Ja, ich habe da nie Angst. Nee? Nee, absolut nicht. Wieso nicht? Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch jetzt einfach einen Daumen nach oben da. Check die anderen Videos auf jeden Fall, die solltest du dir angucken. Und abonnier den Kanal, ganz, ganz wichtig. John und Rashid sind draußen. Peace an alle Ladies.